Ob es eine Sage ist oder der Wahrheit entspricht, man weiß es heute nicht. Aber im Wahljahr 1969 soll bei einer Großveranstaltung, einer politischen Kundgebung, ein gut ausgebildeter, aber offensichtlich Bösewicht mit Hilfe einer sogenannten Aufblaskappe eine Großveranstaltung mächtig gestört haben. Er soll bei Nacht und Nebel diese Aufblaskappe bei einem Vorverstärker der Veranstaltung installiert haben, um quasi in böser Absicht am nächsten Tag diese Veranstaltung mächtig durcheinander zu bringen. 26 Minuten soll sozusagen der Störenfried seine Rede über die Riesenanlage hat abstrahlen können, bevor der Tontechniker auf die Idee kam, die gesamte Anlage einschließlich der Verstärker vom Netz zu trennen. Denn zunächst hatte er den Fehler natürlich an seinem Mischpult gesucht. Und da das Mischpult ja installationstechnisch vor dem entsprechenden Röhrenverstärker saß, war natürlich dieser Fehler nicht unbedingt durch Abtrennung des Mischpultes zu erledigen. Ja, und dadurch hatte der Konkurrent also einen mächtig guten Auftritt, ne? Bei ja, der Veranstaltung, die eigentlich nicht seiner Rede galt. Ja, für uns natürlich jetzt mal ein Grund, diese Geschichte mit der Aufblaskappe wirklich mal auf den Grund zu gehen. Also das sollten wir uns doch mal anschauen, was hier eigentlich passiert, wenn eine solche Aufblaskappe quasi über die erste Röhre des Vorverstärkers gestülpt wird. Ja, es wird also hochgeheimnisvoll heute, ne? Denn eigentlich sieht ja diese Aufblaskappe recht harmlos aus. Aber es passiert was. Ist es eine Saga oder steckt tatsächlich technische Machbarkeit dahinter? Das wollen wir heute doch mal klären. Und da gehen wir doch mal ins Detail. Im Röhrenzeitalter gab es tatsächlich den Begriff Aufblaskappe. Dieser Begriff wurde verwendet in den Rundfunk- und Fernsehwerkstätten, um ein Fremdsignal einer bestehenden Empfangsanlage im Grunde aufzudrücken, aufzublasen, ja, ohne dass sich die Verdrahtung oder im Grunde den Empfänger, in diesem Fall hier ein UKW-Empfangsteil, ändern oder löttechnisch irgendwie ja, angehen zu müssen. So stülpte man zum Beispiel dieser ECC 84 oder 85 eine solche Anodenkappe über. Mit einem Wobbelgenerator wurde also hier zum Beispiel die Zwischenfrequenz 10,7 MHz eingespeist und man konnte jetzt auf dem Oszilloskop quasi die Justage, also die Lager der entsprechenden Bandpassfilter hier, hervorragend neu justieren. Also ein ganz wesentliches Hilfsmittel für den Reparaturfall. Was passiert denn da jetzt in der ECC 85? Na? Wir sehen, dass das Anodenblech ziemlich dicht im Grunde hinter der Glaswand im Grunde hier liegt und natürlich dann auch von außen theoretisch zumindest schon mal beeinflusst werden kann. Bei einer PCL 82 liegt das Anodenblech noch dichter hinter dem Glaskolben, wie hier ziemlich deutlich zu sehen. Und da ist natürlich etwas möglich, was wir uns theoretisch jetzt erstmal auf einem Blatt Papier anschauen müssen. Um das Ganze zu verstehen, schauen wir uns doch einfach mal meinen Versuchsaufbau meines Röhrenvorverstärkers mal näher an. Normalerweise kommt ja über diesen Koppelkondensator das NF-Signal,
mit dem Arbeitspunkt über diese Widerstände hier eingestellt, auf dem Gitter dieser ersten Vorverstärkerstufe an. Verursacht entsprechend im Takt der Musik einen veränderten Elektronenfluss in dieser Röhre. Ist der Elektronenfluss größer, dann wird es natürlich an dem und an jenem Widerstand einen größeren Spannungsabfall geben. Ist im Grunde der Stromfluss kleiner, wird natürlich auch der Spannungsabfall an diesem und an jenem Widerstand entsprechend kleiner ausfallen. Das heißt, wir haben hier ein erstes, leicht verstärktes NF-Signal. Und zwar hier wie auch da unten. Über diesen Koppelkondensator wird zunächst einmal das etwas verstärkte Signal auf diese Leistungsverstärkerstufe hier im Gegentakt gegeben, während das andere Signal oben von der Anode auf diese Gegentaktstufe meines Leistungsverstärkers geht. Wenn ich jetzt mit meiner Aufblaskappe ein NF-Signal im Grunde dieser Anode hier aufzwinge, aufblase, wie wir vorhin gesagt haben, dann wird natürlich dieses NF-Signal ebenfalls auf diese zweite Gegentakt-Endstufe hier natürlich übernommen. Ja? In meinem Fall wäre es jetzt so, dass die andere Gegentaktstufe hier vorne im Bild im Grunde das Signal nicht überträgt, denn diese erste Gegentakt-Endstufe ist ja nur im Grunde von dem echten Nutzsignal hier abhängig, weil sich natürlich durch das aufgeblasene NF-Signal über meinen Kondensator natürlich hier keine veränderten Stromverhältnisse ergeben, durch veränderten Elektronenfluss begründet. Nach dem Vorverstärker wird also dieses aufgeblasene Signal auf der Anode hier natürlich deutlich schwächer rüberkommen als das eigentliche Nutzsignal, was natürlich hier im Grunde auf dem Gitter der ersten Vorverstärkerstufe liegt. Aber wenn wir uns vorstellen, dass hier nochmal ein kräftiger Leistungsverstärker dahinter kommt, um einen ordentlichen Versammlungsraum, vielleicht sogar eine öffentliche Versammlungsstätte zu beschallen, dann tut das natürlich dem Signal keinen wirklichen Abbruch. Denn dafür könnte dieses Signal über nur eine Hälfte der Gegentaktendstufe durchaus stark genug ausfallen, um dann natürlich deutlich in allen Lautsprechern auch wahrgenommen zu werden. Fassen wir mal unser Ergebnis dieser technischen Untersuchung zusammen. Es ist tatsächlich möglich, wenn also das NF-Eingangssignal offiziell über diesen Koppelkondensator in den Verstärker, in den Vorverstärker natürlich hier eingebracht wird, dieses Signal quasi durch Manipulation der Vorverstärkerstufe, zum Beispiel durch diese Anodenkappe, die wir ja Aufblaskappe im technischen Sinn jetzt genannt haben, zu beeinflussen. Im Grunde höre ich dann im Lautsprecher zur Not beides, nämlich den eigentlichen offiziellen Redner, der über das Mikrofon spricht, über den NF-Eingang meines Vorverstärkers kommt und das NF-Signal, was ich in dem Vorverstärker auf der ersten Ebene im Grunde hier noch überstülpe. Ja. Und damit kann ich tatsächlich beide NF-Signale zur Übertragung bringen und damit tatsächlich diese Veranstaltung ja manipulieren. Das geht, ne? Also technisch machbar zumindest. Nicht überliefert ist, wie das NF-Signal jetzt von wo aus im Grunde auf die Anodenkappe kam. Die wahrscheinlichste Variante ist natürlich ein Sprechfunkgerät, zum Beispiel dieses CB-Funkgerät, denn ich kann ja die beiden Leitungen, die im Grunde hier den Lautsprecher bedienen, die kann ich natürlich nach außen führen, könnte
den Masseanschluss, natürlich auch hier mit dem Masseanschluss meines Vorverstärkers verbinden, ja, und das eigentliche NF-Signal dann natürlich auf die Anodenkappe einspeisen. Ja. Ist das NF-Signal kräftig genug, um vor allen Dingen die Anodenkappe eng genug um die Röhre herum, dann wäre aus technischer Sicht tatsächlich diese Geschichte denkbar. Und so möchte ich für heute schließen. Wünsche euch mal wieder eine schöne Zeit. Bis dahin, Ade und Bye Bye.